Herzlich willkommen zu einer News von kreativekiste.de. Heute soll es um Logosoft Comfort gehen, eine kleine Einführung. Falls ihr euch ein Starter-Set gekauft habt, dann ist da noch eine zweite CD dabei. Das ist eine Basic-Version vom Tia-Portal. Damit könnt ihr dann auch ein HMI programmieren. Darum soll es aber nicht gehen. Es soll heute wirklich um Logosoft Comfort gehen. Ich habe die Oberfläche von Logosoft Comfort schon einmal geöffnet. Links oben könnt ihr ein neues Dokument erstellen, speichern, öffnen oder drucken. Daneben könnt ihr Schritte vorwärts und rückwärts machen. Mit dem Play- und Stopp-Zeichen könnt ihr eure Logo starten und stoppen. Und mit der Logo und den weißen Pfeilen könnt ihr das Programm hochladen oder ein Programm von der Logo herunterladen. Danach könnt ihr umschalten zwischen Diagramm und Netzwerkprojekt. Netzwerkprojekt bedeutet, dass ihr mehrere Logos miteinander verbindet oder auch externe Schnittstellen einbindet. Bei Diagramm seht ihr eure erstellten Schaltpläne und wenn ihr auf ein neues Diagramm hinzufügen klickt, öffnet sich ein neuer Schaltplan, allerdings immer im Funktionsplan. Wollt ihr in Kontaktplan programmieren, müsst ihr auf Datei, Neu und auf Kontaktplan gehen. Als nächstes findet ihr eure Funktionen, mit denen ihr ein Programm erstellen könnt. Zusätzlich könnt ihr mit den F-Tasten oder mit diesen orangen Verknüpfungen auch die Leiste mit den Schnellzugriffen öffnen. Oder eben mit den F-Tasten. Ganz wichtig, unten rechts in der Ecke findet ihr die Logo, die ihr gerade programmiert. Solltet ihr eine andere Logo haben, wie hier eingestellt, müsst ihr auf den Schaltplan einen Rechtsklick machen und auf Eigenschaften gehen. Hier geht ihr zu Hardware-Typ und dann könnt ihr eure Logo auswählen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ihr später versucht, in den Online-Modus zu gehen und er jedes Mal sagt, dass die Einstellungen nicht stimmen, dann habt ihr vermutlich den falschen Hardware-Typ ausgewählt. Als letztes habt ihr jetzt noch euren Diagramm-Editor, wo ihr zwischen Bearbeitung und Verbindungsmodus wählen könnt, wo ihr Leitungen trennen könnt, Texte erstellen und eure Verbindungen automatisch ausrichten könnt. Zusätzlich könnt ihr rückgängig machen oder vorwärts machen, eure Seitenansicht darstellen, das Programm kleiner oder größer machen, die Linien farbig markieren, eure Felder öffnen, die Simulation starten und online gehen. Funktionen der linken Seite können auf zwei Arten ins Feld gebracht werden. Entweder ihr macht einen einfachen Klick auf die Funktion, dann habt ihr die Möglichkeit, diese durch einen Klick öfters einzufügen. Oder ihr haltet die linke Maustaste gedrückt, geht ins Feld und lasst los. Die Linie unter dem Pfeil ist eben der Verbindungsmodus und der Pfeil ist eben der Bearbeitungsmodus. Löschen tue ich, indem ich anklicke und auf Entfernen drücke. Es gibt drei Arten von Linien oder Verbindungen. Wenn ihr Steuerung drückt und euer Mausrad betätigt, macht ihr größer und kleiner. Wir waren aber bei den Verbindungen. Es gibt also drei Arten. Die erste ist die dünne Linie und das zweite ist die dicke Linie. Die dritte schauen wir uns nachher an. Dünne Linien können nur mit dünnen Linien verbunden werden. Dünne Linien sind immer digitale Signale. Das bedeutet, es gibt ein und aus. Möchte ich eine Linie entfernen, muss ich auf den Pfeil gehen, die Linie auswählen, entfernen drücken. Linien verbinden tue ich, indem ich auf einen Anfang oder ein Ende gehe, die linke Maustaste gedrückt halte und beide miteinander verbinde. Es gibt also dünne Linien, digitale Signale und es gibt also dicke Linien, alles was analoge Signale sind. Die dritte Möglichkeit sind die Daten- oder Variablenlinien. Über diese kann ich analoge Werte von einer Funktion auf die andere Funktion übertragen, ohne dass ich die mit einem Doppelklick in den Parametern eintragen muss. Ist dein Programm später größer oder aufwendiger, kannst du auf diesen gelben Stift gehen und dir die Verbindung farbig darstellen lassen. Dann wird jeweils die Linie farbig dargestellt, die von einer Funktion zur anderen geht. Sollte dir dein Platz irgendwann zu klein werden, kannst du auf diese vier Zahlen gehen und hier können wir jetzt mehrere Schaltplan- oder Diagrammseiten hinzufügen. Über Steuerung C und Steuerung V kannst du direkt Funktionen kopieren. Sind Linien im Weg oder durch andere Funktionen, kann man diese über die blauen Punkte verschieben. Sind sie dann immer noch im Weg, kann man über das Tool mit dem Verbindung auftrennen, diese Linie trennen. Dann ist die Verbindung zwar noch vorhanden, aber ist grafisch nicht mehr dargestellt. Über Rechtsklick und Verbinden kann man die Linie wieder verbinden
oder wenn sie sich auf einer anderen Seite befindet. Über einen Rechtsklick Gehe zu Partner kann man jeweils zu der Verbindung gehen. Programmiert wird immer von links nach rechts. Es können auch Leitungen zurückgezogen werden, aber das Grundprinzip ist eben von links nach rechts zu programmieren. Jetzt machen wir uns ein ganz einfaches Programm aus zwei Eingängen und einer Oder-Funktion und vertraten die bewusst fehlerhaft. Wollen wir das Programm jetzt hochladen, kommt eben die Meldung Übertragung PC-Logo fehlgeschlagen. Details im Infofenster. Wenn ich jetzt die F2-Taste drücke und das mal ein bisschen größer ziehe, dann kommt hier eben unsere Fehlermeldung. Blöcke ohne Verbindung zu einem Ausgang. Ausgänge müssen also immer verbunden werden. Außer tatsächliche Ausgänge, die Q heißen. Diese müssen nicht verbunden werden. Wenn ich später mal ein größeres Programm habe und ich weiß, wo ich diesen Block finde, reicht ein Klick auf diesen Block und er wird mir angezeigt. Scrolle ich im Infofenster weiter nach oben, sehe ich auch, welche Ressourcen mir noch zur Verfügung stehen. Also wie viele Blöcke ich noch frei habe, wie viele Ein- und Ausgänge, die Zähler, Merker und so weiter. Wenn ich jetzt keine Fehler mehr im Programm habe, kann ich mit der F3-Taste die Simulation starten. Indem ich auf den Eingang klicke, kann ich hier also digitale Werte simulieren. Sind später die Schalter auf anderen Seiten, kann ich auch über das Feld hier unten die Eingänge jeweils ein- und ausschalten. Mit F3 bin ich wieder aus der Simulation draußen und wenn ich auf den Eingang I1 klicke, kann ich auswählen, ob ich einen Schalter will, einen Taster als Schließer oder einen Taster als Öffner haben möchte. Bei Analogeingängen kann ich in der Simulation durch Anklicken und Verschieben dieses Reglers den Wert von 0 bis 1000 einstellen. Möchte ich es ganz genau haben, kann ich links unten in der Ecke auch den Wert mit der Tastatur eingeben. Mit F3 oder mit Escape kann ich eben die Simulation auch wieder stoppen. Als nächstes kann ich auf den Pfeil nach unten klicken, kann auf diese zwei Pfeile klicken, dann werden alle Geräte gesucht. In diesem Fall ist es bei mir die Logo mit der IP-Adresse 200 hinten. Dann kann ich hier zuerst mal einen Test machen. Wenn der Haken drin ist, dann ist der Test erfolgreich, muss ich aber nicht machen. Dann klicke ich die Logo eben an, die ich verbinden möchte, klicke auf OK und jetzt wird die Logo in Stopp gesetzt. Dann wird das Programm hochgeladen und jetzt muss ich bestätigen, dass die Logo wieder in Run geschaltet wird. Jetzt ist das erste Programm also hochgeladen. Danach kann ich hier über den Button Online-Test wieder meine Logo auswählen und auf OK klicken. Und damit bin ich jetzt tatsächlich in dem Logo-Programm direkt online drauf. Drücke ich jetzt einen Taster, dann wird es eben rot dargestellt. Somit kann ich eine relativ leichte Fehlersuche machen. Auf die Extras Parameter VM-Zuordnung gehe ich hier nicht ein, da gibt es ein extra Video dazu. Wollt ihr ein Programm, das auf der Logo ist, herunterladen, müsst ihr eben auf den Pfeil, der nach oben zeigt, gehen, eure Logo auswählen. Auch hier wird wieder in den Stopp geschaltet, das Programm dann heruntergeladen. Dann haben wir also das Programm, das auf der Logo ist, in Logosoft Comfort. Wenn euer Schaltplan hier rot ist, bedeutet das, ihr habt noch nicht gespeichert. Mit STRG S könnt ihr jetzt also den Schaltplan speichern. Und dann ist der Schaltplan eben nicht mehr rot, sondern schwarz. Und wenn ihr jetzt etwas verändert, zum Beispiel den Q1 löscht, dann wird auf der linken Seite euer grundsätzlich gespeicherter Schaltplan nicht rot, aber hier oben wird euer Schaltplan rot. Und erst nachdem ihr erneut STRG und S gedrückt habt, wird auch das Feld hier oben wieder schwarz. Jetzt machen wir nochmal einen Rechtsklick und gehen auf Eigenschaften. Wenn wir jetzt unsere Online-Einstellung ändern wollen, gehen wir auf Online, gehen auf Verbinden und jetzt können wir zum Beispiel unsere IP-Adresse ändern, die Uhrzeit stellen, wir können die Betriebsart ändern und viele andere Dinge machen. Falls ihr bei einer Funktion mal nicht weiter wisst, immer einen Rechtsklick machen und auf Hilfe und im Hilfetext wird relativ gut beschrieben, wie die Funktion funktioniert. Als letztes möchte ich noch zu den Texten gehen. Wenn wir das Textfeld auswählen und in das Diagramm klicken und hier etwas eintragen und jetzt die Form, Farbe oder Größe verändern wollen, dann müssen wir jetzt zuerst zu unserem Bearbeitungspfeil gehen und dann einen Doppelklick drauf machen. Wenn wir zu Textfeld gehen, dann können wir nur das Textfeld bearbeiten oder eben neue Textfelder erstellen.
Als letztes finde ich noch die allerwichtigste Funktion. Wenn ihr zu Format geht, gibt es das Format Gitter. Ich persönlich mag das gar nicht. Dann werden im Hintergrund diese Punkte angezeigt. Mich bringen die immer total durcheinander. Aber vielleicht braucht ihr das eben, um euch besser zu orientieren können. Ich persönlich mag das nicht. Deswegen gehe ich normalerweise zu Format, Format Gitter und sage eben Sichtbarkeit aus. Und damit komme ich persönlich besser klar. Die einzelnen Funktionen dann, die Parameter, VM-Zuordnung und viele weitere Dinge, werden wir dann in den weiteren Videos besprechen.